Sweet Garden ist ein Bubble Tea Laden. Wird irgendwann mal abgecheckt für mein Bubble Tea Ranking Video. Aber die bieten jetzt, die bieten auch normalerweise Donuts an. Das kommt auch irgendwann in einem Donut Video. Aber jetzt bieten sie auch einen Croffle an. Warum verweigerst du Cinnamut? Ich bin teuer. Und die machen keine Angebote mehr. Schlechter Kundenservice. Oha! Heute ist er nur am Fitness machen, nur am Rumschießen ist er heute. So, ich sage, es ist größer als erwartet. Sänftigt das deine Gemüter? Der ist krank, Mann. Das soll ja so halb. Halb Croissant, halb Waffe sein, ja. Das merkt man krass. Merkt man krass, okay. Ja, merkt man krass. Okay, interessant. Das war eins. Okay. Wieso sieht das aus? Auf jeden Fall anders als eine Waffe. Allein schon vom Feeling her, wenn ich die anfasse. Luftig, flockig. Normalerweise viel mehr Crunch. Mhm. Das wäre geil von, ehrlich gesagt. Aber ich finde sie auch krass. Also innen ist echt wie ein Croissant. Innen Croissant, außen Waffe. Nehmen die einfach Croissant, weil der Horn ist in Waffe. Das ist ja, der war krass. Der war echt gut. Und auch viel leichter als eine normale Waffe. Also, ne? Die hat jetzt sich so gefüllt. Weil also ich vom Ding her ist die schon groß, aber jetzt vom Essteilvolumen her war das jetzt nicht so schwer, nicht so mächtig wie so eine Waffe. Also ich finde der Classic um weitem besser. Also hier finde ich leider, dass das Apfelzeug das schlechter macht. Es gibt nichts dazu. Ja. Vielleicht auch zu viel. Mhm. Apfel. Das nimmt dieses leichte, luftige weg. Sogar. Ja. Es drückt es auch zusammen. Jetzt ist es nicht mehr so luftig hier. Was halt das Geile war. Der taugt mir jetzt nicht so. Ja, der Classic. Ist auch gut, jetzt war es auch gut, aber nicht so gut wie der. Lange nicht so gut. Lange nicht so gut. Der Classic war echt. Der ist brutal. Der ist echt brutal, ja. Steile These. Der Classic ist die beste Waffe, die ich je gegessen habe. Ihr habt da was Geiles rausgeblockt, aber bei den Special-Dingern ist noch Luft nach oben. Vielleicht probiert ihr es mal on the side. Aber ich bin positiv überrascht, also. Das ist krass. Das ist wirklich nicht. Ja, der kritische Boss wurde besänftigt, Leute. Er erzählt mir gerade seine Leiden bei Hearthstone Arena. Vielleicht bist du deswegen so frustriert, dass du es am Dönermann auslässt. Ich habe heute nicht gespielt, von daher keine Ahnung. Ach so, okay. Aber ja, ich bin sprachlos. Arena, Finger davon lassen, genauso wie von Orleans. Oh mein Gott. Croffle Rating fragt er gerade. 9. Vielleicht 9,5. Aber dann sagst du, boah, zu hoch angesetzt. Da kann noch mehr Luft nach oben sein. Nee, ich hätte den 10 von 10. Oha! Also vielleicht so 9,8. Was war denn der jetzt nicht gut an? Ja, eben. Ich fand da alles gut. Safe 9,5. Ja. Also vielleicht können wir es noch irgendwie verbessern. Vielleicht. Vielleicht, ja. Schwierig. Ihr seht es dann, wenn ich alle hier in München getestet habe. Da gibt es zum Glück eh nicht so viele. Wir machen weiter mit unserem Croffle-Test. Der nächste Laden, der Croffle hier in München anbietet, ist The Alley. Bekannter, gehypter Bubble-Tea-Laden.
Der hat auch gerade eine Kooperation mit Jujutsu Kaisen. Die werde ich natürlich auch testen. Das ist aber für ein anderes Video. Bisher habe ich nur 4 in ganz München gefunden. Das ist der 2. Einen zähle ich nicht mit, der ist so scheiße. Den erwähne ich erst gar nicht. Let's go! Erstmal normale, ne? Ja, erstmal so normale. Nicht so knusprig? Der sieht auch nicht so knusprig aus wie der letzte. Ich kann jetzt keinen Vergleich. Ich kann jetzt schon sagen, nicht so gut wie der andere. Tschuuu, aber der ist schwer zu toppen. Schwer zu toppen, weil der ist nicht so crunchy. Der Geschmack liegt nicht mehr gut. Und beim anderen, da war noch ein bisschen mehr drauf. Da war noch irgendwie so Zucker und Zimt, glaube ich, irgendwie so eine Kombi. Okay. Ich glaube, irgendwie, da war nicht nur so Puderzucker, sondern da war halt so richtig Baumzucker oder so drauf. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja. Also geschmacklich richtig gut. Also geschmacklich richtig gut, sagt sie. Er ist gut, er ist immer noch besser als eine normale Waffel oder Croissant. Aber er ist auf jeden Fall schlechter als der andere. Vielleicht ist bei dem sogar der mit der Creme besser. Wobei. Aber. Okay. Aber Waffel ist geil. Waffel ist geil. Waffel ist einfach geil. Gibt keinen Grund, wenn der Waffel zu essen ist. Oder Croissant. Besser. Ich hätte auch gesagt, besser auf jeden Fall als dieses Apfel, besser. Was wir hatten. Auch und gesagt. Auch besser als hier der normale, sag ich. Okay, krass. Er sagt besser als der normale. Weil du auch den Zucker hast. Das ist echt gut. Besser als der normale. Besser als der normale, ne? Weil das hier nimmt kein Crunch weg, so. Weil du hast, ja. Er ist leicht und luftig. Ja. Das Apfelding, was wir hatten, war schwer. Ja. Und hat so zerdrückt, aber das hier ist luftig und das ist gut. Also hier ist tatsächlich das mit Ding besser, mit Topping. Hier stell dir vor, oben noch ein bisschen Ding, ein bisschen Torchen. Oh, das wäre krass. Aber das ist gut. Aber die Creme ist geil. Aber jetzt dann gesamt, wenn man beide mit beiden vergleicht, welcher Laden ist besser? Also ich sag sogar, mit Creme ist der besser als der mit Apfel beim anderen. Ja, auf jeden Fall. Aber ohne Ding ist es immer noch mein Favorite fast. Also ich sag, der klassische drüben ist besser. Dann hier mit Creme. Mhm. Und danach erst das mit Apfel oder so. Also ein knapper zweiter Platz. Knapper zweiter Platz. Ja. Sehr gut, Typ. Was sag ich immer? Was meinst du? Nichts auch können wir sagen. Achso. Ich hab gesagt, die Creme ist geisteskrank. Oder hat sie wirklich aus dem Herzen gesagt, die ist geil. Das habt ihr aber nicht mehr mitbekommen. Warum macht wir noch normale Waffeln? Das heißt, diese Kroffel ist viel besser. Du hast halt quasi. Ja, viel besser. Viel besser, Mann. Also du hast halt auch dieses. Normal hast du so eine Waffe, die ist halt so lätschert. Weißt du, was ich meine? So labrig. Halt, ja, so labrig. Und da hast du halt auch noch diesen Crunch. Ja. Und das schmeckt halt besser, ich weiß nicht. Und das Krasse ist, normalerweise so Fusion-Dinger, ich hatte ja zum Beispiel ein paar Mal so Bang-Me-Döner-Fusion. Da dachte ich mir, jo, okay, keins von beiden ist das so. Ich hätte lieber einen gescheiten Döner gehabt oder ein gescheites Bang-Me. Aber bei Croffle, da ist Croffle wie eine richtige Fusion. Beide zusammen sind noch stärker. Ja. Da dachte ich nicht, boah, ich hätte lieber eine Waffel oder ich hätte lieber ein Croissant. Croffle immer. Zeit für die letzte Croffle. Ist so ein Pop-Up-Store bei so einem Laden. Da hatte ich mal üble Scheißerei bekommen. Der wird aber nochmal getestet. Und am Wochenende haben die so ein Pop-Up. Korean Brunch Breakfast. Und da gibt's Croffle. Der 3. von 4 Läden. Der 4. Laden wird nicht gezeigt. Ich hasse diesen Laden. Der verdient es, nicht mal ins Video zu kommen. Der noch kritische Boss ist leider nicht am Start. Wäre geil gewesen, wenn wir beide zusammen alle drei getestet hätten. Aber wie gesagt, die haben nur am Wochenende offen. Nächstes Wochenende ist Weihnachten und da drauf ist Silvester, Neujahr. Und ich würde es nicht bis zum nächsten Jahr aufschieben. Nicht mein Girl. Also das ist mein Boy, Alter, Vincenzo. Ja, schön hier, dies, das, aber ich bin nicht für das Restaurant hier.
Wenn ich das Restaurant nochmal checke, dann zeige ich euch die Location, weil die ist natürlich sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sind hier für Brunch, Alter. Egg Drop Sandwich probiere ich nochmal bei Cook-Up. Den habe ich schon mal probiert, der wird leider nicht so überzeugt, weil wenig Fleisch drin war. Sonst war gut. Und natürlich Croffle. Ich kann schon mal sagen, hier ist das teuerste Croffle. Größe, schauen wir mal, ob die Größe den Preis rechtfertigt. Aber bisher der teuerste Laden hier. So, Bulgogi Beef natürlich, Cinnamon Sugar und Apple Cinnamon. Dann haben wir den direkten Vergleich. Und ihr seht, 7 Euro. So, das für mich, weil ich Hunger habe. Dafür sind wir hier. Einmal der hier, einmal der hier. Größentechnisch jetzt bisschen größer, würde ich sagen, als die anderen zwei. Erstmal die, solange die noch heiß sind. Gut belegt, boah, sehr schön warm, sehr knusprig. Ist gut, ist sehr gut. Also eigentlich genauso gut wie die anderen zwei. Und das Kranke ist, diese drei, die wir jetzt getestet haben, sind so viel besser als der Laden, den ich gar nicht erwähnen will. So. Jetzt erstmal die Creme. Also der normale war der zweitbeste von den normalen. Mit Topping, das ist das der beste. Genauso leicht cremig Kaffee wie bei dem Bubble Tea Laden. Aber die Waffe ist knusprig. Bei dem anderen war die Waffe nicht so knusprig. Weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich habe ja hier schon mein Topping. Aber okay. Alle drei Croffel besser als Waffel und Croissant. So, im Shop Journey. Die Kombo könnte Nummer 1 sein. Das schmeckt heftig, Mann. Zusammen. Ich glaube, das hier ist der beste und der teuerste. Aber von der normalen Basic ist das nur die zwei. Dieses Apfelteil und dieses Topping. Croffle, baby. Das neue Meta, Croffle. Junge. Crash Landing on You. Ein sehr gehypter K-Drama. Sehr viele Mädels mögen den. Der soll sehr traurig sein. Ich quäle mich durch die Folgen seit mehreren Jahren. Ich schaue, dann höre ich wieder auf, dann schaue ich wieder. Ich bin bei Folge 4, 5, irgendwie sowas. Ich versuche mich weiter durchzuquälen, weil ich glaube, am Ende werde ich weinen. Croffle, neues Meta, Mann. Echt viel besser als Waffel und viel besser als Croissant. Ich kann euch aber leider nicht sagen, welcher von denen der beste ist. Die waren alle sehr gut und sehr nah beieinander. Jeder hatte seinen eigenen Touch, seinen eigenen Flair. Je nachdem, wie man es mag, aber alle gut. Abgesehen von einem, den habe ich euch nicht mal gezeigt, weil niemand soll wissen, dass dieser Laden überhaupt existiert. Aber die drei, top. Das war's von mir. Euch schöne Feiertage, Leute.